Auch bei der 50. ADMV-Rallye Erzgebirge vom 5. bis 6. April stellten schneebedeckte Wertungsprüfungen, Nebel und Kälte zusätzliche Anforderungen an die Teams. 114 Piloten gingen an den Start. Nach einem spannenden Kampf mit mehreren Führungswechseln gewannen Hermann Gassner aus Surheim und Co-Pilotin Karin Tannhäuser im Mitsubishi Lancer. Mit dem Sieg der Erze, welcher auch als zweiter Lauf zur ADAC Rallye Masters gewertet wird, baute der Bayer seine Mastersführung weiter aus. Auf der Zielrampe in Stolberg lag er vor dem Lokalmatador Ruben Zeltner mit neuem Co-Helmer Hinneberg. Es war ein schöner Kampf mit dem Ruben, also er hat auch nicht nachlassen. Aber ich freue mich auf ihn, dass wir das gut umgebracht haben und einen zweiten Platz, dass er gekriegt hat. Auch mein anderen, der Stiegsflo, war sehr gut unterwegs. Mein Junior war sehr schnell, aber er hat sich leider ein bisschen in den Schnee rausgestellt. Das ist der einzige Wermutstropfen heute. 16,3 Sekunden lag Gassner vor Ruben Zeltner. Dabei waren die Witterungsbedingungen mehr als schwierig. Eine typische Erzgebirgsrallye, wie Zeltner findet. Er hatte von seinem 400 PS starken Porsche 911 auf Mitsubishi Lancer Evo 10 R4 umgesattelt. Eine gute Entscheidung, auch wenn der Liechtensteiner mit anfänglichen Schwierigkeiten zu kämpfen hatte. Also das war für mich eigentlich das Befriedigendste, dass wir mit dem Hermann mithalten konnten. Weil nach den ersten zwei Prüfungen haben wir gedacht, oh je, das geht überhaupt nicht. Und da waren wir ganz weit weg. Und wir sind dann immer mehr in Fahrt gekommen, weil es hat ein bisschen eine Zeit lang gedauert, bis ich mich wieder an den Evo gewöhnt habe. Und dann ist es eigentlich ganz gut gelaufen. Am Nachmittag haben wir dann einmal falsche Reifenwahl gehabt. Und da hätten wir auch auf diesen, das waren Leistungsprüfungen, da hätten wir gegen einen Hermann keine Chance gehabt. Da ist er auch zu stark. Vier Wertungsprüfungen konnten Zeltner und Hinneberg für sich entscheiden. In der Gesamtwertung mussten sie sich allerdings geschlagen geben. Das Podium in Stolberg komplettierte der Grottendorfer Carsten Mohr mit Co. Steffen Rothe. Mit seinem Renault Megane RS fuhren sie auf den dritten Platz. Gleichzeitig war Mohr auch der beste Pilot in einem Fahrzeug ohne Allradantrieb. Ja, es war definitiv kein Frontantriebwetter, das hat bestimmt jeder gesehen. Wir sind super zufrieden mit Platz 3, wo ich die Starterliste gesehen habe und die Streckenverhältnisse, habe ich gedacht, okay, die Frontantriebklasse könntest du vielleicht gewinnen, aber maximal Platz 8 im Gesamt ist möglich. Und die Erzgebirge-Rallye schreibt wie immer ihre eigenen Geschichten. Es gibt Highlights und auch jeder hat einen Ausritt gehabt. Wir hatten auch kleinere, die hatten nicht viel Zeit gekostet, dementsprechend sind wir super zufrieden. Eine Glanzleistung, bei der wohl auch Erfahrungswerte zählten. Vor 20 Jahren fuhr Mohr seine erste Rallye und das war damals die Erze. Die beiden Prüfungen am Freitagabend lockten um die 10.000 Fans an die Strecke. Nach dem Ehrenstart auf dem Stolberger Marktplatz erlebten diese einen spannenden Sekundenkampf. Der Auftaktrundkurs in Grüna ging an Hermann Gassner Senior mit 0,7 Sekunden Vorsprung auf seinen Sohn Hermann Gassner. Erstmals zur Jubiläumsrallye wurde ein nächtlicher Rundkurs durch die Stolberger Innenstadt gefahren. Hier war dann wiederum der Junior mit 0,1 Sekunden schneller. Dahinter folgte Florian Stix, ein weiterer Youngster auf einem Lancer Evo 9 aus dem Hause Gassner. In der Gesamtwertung belegte der 24-jährige Bernauer Platz 4. Ja, ganz ehrlich, das sind nicht meine Verhältnisse ganz. Ich bevorzuge lieber, wenn es ganz klare Verhältnisse gibt. Aber wir haben es ganz gut gemacht. Wir haben ein, zwei Ausritte gehabt während der ganzen Rallye, konnten uns aber noch auf die Straße zurückfinden und sind zufrieden, hier glücklich im Ziel zu sein. Samstag dann erneut Bestzeit für den jungen Hermann Gassner in der ersten WP, doch ein zeitraubender Ausrutscher im Schnee warf den 24-Jährigen zurück.
Schließlich gab Gasnor Junior auf. Auf alle Fälle, also ich habe von Anfang an gesagt, dass ich aggressiver fahre wie sonst, also nicht Auto ins Ziel bringen, sondern ich wollte hier Zeiten fahren. Das habe ich gemacht. Natürlich sind Fehler passiert, aber so ist es. Hermann Gassner Senior und Ruben Zeltner wechselten sich anschließend an der Spitze ab, mit dem besseren Ende für den Surheimer. Auch in der ADAC Rallye Masters Tabelle liegen zwei Gassner Teams vorne. Hinter Hermann Gassner rangiert Florian Stix auf Rang 2. Bei der 50. Ausgabe der ADMV Rallye Erzgebirge fiel zugleich die Startflagge für den ADAC Opel Rallye Cup 2013. 23 Piloten und eine Pilotin feierten in ihrem identischen Opel Adam in der Cup-Version ihre Rallye-Premiere. Dabei standen besonders die 20 Teilnehmer unter 27 Jahren im Blickpunkt. Sie kämpften um die interne Junior-Wertung. Das Team Markus Farner und Michael Wenzel fuhr hier auf einen sensationellen 7. Rang, gefolgt von Florian Niegel und Thomas Fuchs auf Rang 8. Auch wenn einige Stolberger den nächtlichen Rundkurs durch die Innenstadt ablehnten, war insgesamt viel Lob zu hören. ADAC-Sportpräsident Hermann Tomczyk zeigte sich beeindruckt von der Qualität der Strecken, der Organisation und der Begeisterung der Fans. Besonders auf dem legendären Rundkurs in Grünhain kamen die Zuschauer auf ihre Kosten. Spektakuläre Szenen an der berüchtigten Sprungkuppe nahe der Klostermauer. Kaum ein Auto, das hier nicht für kurze Zeit die Bodenhaftung verlor. Eine perfekte Jubiläumsrallye ohne nennenswerte Zwischenfälle. Damit kann der Chemnitzer AMC als Veranstalter durchaus zufrieden sein. Yeah.